Vajrapada Bhujangasana ist die Kobra mit Beinen in Blitzstellung. Aus der Kobra herauskommend, beuge die Knie und versuche die Füße auf das Gesäß zu geben. Es fällt etwas leichter, wenn du nicht ganz so hoch kommst in der Kobra. Und es fällt auch leichter, wenn dir ein freundlicher Yoga-Lehrer hilft. Es fällt manchmal auch leichter, wenn du mit einem Gurt die Füße nach unten drückst. Dies hilft nämlich, die Flexibilität in den Oberschenkeln zu entwickeln, was eine gute Vorübung ist für alle fortgeschrittenen Rückbeugen. Wenn du also Yoga-Lehrer bist und mittelfortgeschrittene bis fortgeschrittene Teilnehmer hast, drücke ihnen ruhig mal die Fersen Richtung Gesäß. Solange die Teilnehmer dabei lächeln, ist das etwas Gutes für die Flexibilität der Oberschenkel.